Keine Toleranz der Intoleranz, schön gesagt, nur wir haben hier oben immer die dumme Aufgabe, mit dem Chronometer vorzugehen. So, jetzt hat als Nächste nach Özcan das Wort Daniela Ehlers und ich will euch sagen, das war der letzte losbare und ziehbare Redezettel in den Kisten. Wer noch möchte, kann noch. Ansonsten geht es aber, weil die gesetzten Beiträge auch quotiert sind, jetzt weiter mit Ramona Popp. Nach der Daniela, ist sie schon da? Ja, dann geht es weiter mit Ramona Popp und Daniel Gollasch, wenn sich nicht noch jemand einwirft. Bitte. Ja, ich finde es sehr gut, dass wir gerade heute ein klares Zeichen gegen Rassismus setzen und dass wir das mit dieser Resolution und in dieser Form auch heute machen, weil ich glaube, dass wir uns gegen jegliche Form von Rassismus gerade als Grüne auch massiv einsetzen müssen und dann ein starkes Zeichen setzen. Es gibt für mich keinerlei Ängste oder vermeintliche Ängste, die irgendeine Form von rassistischen, menschenverachtenden oder diskriminierenden Übergriffen, Taten, Demonstrationen oder Diskriminierung rechtfertigen. Wenn wir in einer lebenswerten Stadt leben wollen, muss das für uns bedeuten, dass in dieser Stadt niemand Angst haben kann und Angst haben muss. Nur leider ist das aktuell nicht der Fall. Menschen mit persönlichem oder familiären Migrationshintergrund, Muslime und Muslimas, Juden und Jüdinnen, die ihren religiösen Glauben klar hervortreten, müssen in dieser Gesellschaft, in dieser Stadt immer noch Angst davor haben, aufgrund dieser Dinge einfach angegriffen zu werden, beleidigt zu werden oder gar körperlichen Schaden von sich zu tragen. Berlin ist eine bunte Stadt und für uns muss dieses Bunt bedeuten, dass jede Person, egal welcher kultureller oder religiösen Hintergrund es hat, hier lebt, hier willkommen ist und hier ihre Heimat finden kann. Aber neben unserer Unterstützung, die wir hier und heute aus diesem Saal mit dieser Resolution heraustragen wollen und gerade eben draußen mit der symbolischen Aktion gezeigt haben, muss unsere Unterstützung vor allem den Menschen auf der Straße gelten. Es kann nicht sein, dass wir mit relativ wenig Menschen im Zweifelsfall bei Gegendemos sind. Es muss immer ein klares grünes Zeichen auch sein gegen jegliche Form von rassistischen Demonstrationen auf den Straßen von Berlins. Wir können RassistInnen nicht die Deutungshoheit in diesem Land überlassen. Und sei es noch so an den Berliner Rändern. Es muss sein, dass wir als Grüne überall auch Präsenz zeigen. Deshalb bitte ich euch, lasst uns heute, danach und in Zukunft bunt, kreativ, laut und stark auf die Straße gehen und den Inhalt dieser Resolution auch wirklich auf die Straße und in die Stadt hinaustragen und zeigen, alle Menschen sind in dieser Stadt willkommen. Für uns ist Rassismus keinerlei irgendwie tolerierbare Meinung, sondern wir sagen ein klares Nein zu Rassismus. Applaus